Es gibt mal wieder was zu tun für uns. Das Schicksal liegt mal wieder in unserer Hand. Wir sind uns alle einig, der planetare Befreiungsprozess dauert einfach viel zu lange. Und jetzt sind wir gefragt. Ab auf euren Arsch sitzen, meditieren ist angesagt. Heute in dem Video geht es um den 12. Januar nächstes Jahr und was da so abgeht. Falls es euch interessiert, Meditation, Spiritualität, warum sagt ihr, ich soll mich auf meinen Arsch setzen? Bleibt auf jeden Fall dran. Wow, so wie gerade angekündigt, heute quatschen wir ein bisschen über Meditation. Transinformation hat wieder eine Nachricht rausgegeben, ich verlinke sie euch unten drin. Und zwar am 12. Januar, zufälligerweise mein Geburtstag, ist ein großes Portal, das sich öffnet. Wir werden in andere Dimensionen gleiten, wenn wir in Meditation sitzen und die Upgrades und Updates erhalten. Ist ein mega interessanter Beitrag, deswegen schaut da auf jeden Fall mal nach. Unten drin ist verlinkt. Ich werde jetzt noch ein bisschen meditieren, die Aussicht genießen. Denn heute ist auch ein Update-Tag, der 12. Dezember. Meditation, Spiritualität, ich selber habe sie erst vor 2 Jahren entdeckt. 2,5 Jahre sind es jetzt, seit 3 Jahren sind wir hier. Mein ganzes Leben hat sich verändert und ich hoffe, ihr habt auch eine Veränderung in eurem Leben, die ihr bereits spürt. Es wendet sich alles zum Positiven, auch wenn wir dadurch Schatten durch müssen. Lichtarbeit ist nicht nur Lichtarbeit, sondern auch Schattenarbeit, habe ich schon mal erwähnt in den älteren Videos. Schaut die einfach mal durch, da gibt es viel blub blub bla bla. Blubberphilosoph, der neue Begriff, unter dem man mich findet, Hashtag Blubberphilosoph oder Hashtag Neobewusstsein. Ja, ich meditiere jetzt noch, ich quatsch gar nicht so lang. Das Wim Hof Experiment, Tag 2, voller Erfolg. 12. Januar, nächstes Jahr, Vollmondtag, große Meditation. Bereitet euch darauf vor, macht alle mit, schwingt euch ein. An dem Tag möchte ich in der Quelle baden gehen. Trifft sich also ganz gut. Ja. Das war es, glaube ich, erstmal von mir. Wie gesagt, ich meditiere jetzt noch ein bisschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Danke für eure Unterstützung. Unten in der Beschreibung findet ihr noch Homepage, Instagram und das ganze andere Zeugs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, habt euch lieb, haltet die Ohren steif und wir hören uns.